Erstmal wird der Hund gestreichelt. Und dann überprüfen wir mal die Aufgaben. Was machen wir heute? Oh, Brombeeren sammeln. Das Vorbesuchen. Hinterhalt erfolgreich abgewehrt. Okay. Sandthymian gesammelt. Steinbarsche gefangen. Ja, bestimmt nicht. Tierfleisch verkauft. Okay. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Besuchte Zielperson vom Pferd mit dem Lasso gefangen. Oh. Hier sowas abgeschlossen, ohne einen umzulegen. Und Kopfgeldjagden innerhalb von einer Stunde Echtzeit. Okay. Stunts mit dem Lieferwagen. Aha. 20 Spenden. Und hier eine Versorgungsmission unter 5 Minuten. Fossilien finden. Sammlerstücke looten. Und verlorenen Schmuck gefunden. 2 Minuten mit der Band gespielt. Was servieren. 18 Pullen. Okay. 7 Dinge im Wildnislager. Die Pheromonnummer. Das Darntonikum. Ja, dann fangen wir doch mal damit an. Dann gucken wir mal. Ach, hier ist ja Platz satt. Supplies are looking healthy right now. Da hauen wir mal ein bisschen was raus, oder? Das kann weg. Kann ich irgendwie noch 4 Elefant satt hier? Hier kann auch weg. Guess beggars can't be choosers. Truthahnfedern können weg. Rabenfedern können weg. Tja. Auch mal ein paar von raushauen. Dass sich das da oben auch mal füllt. Adlerfedern behalte ich. Auch weg. So. War es schon, aber das kann trotzdem weg hier. Da haben wir ja eigentlich. Da wieder ein bisschen was zu tun. Oh, ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen Moon abholen. Ah? Und dann. Haben wir ja noch Sammlerstücke offen, da gucken wir erstmal, was war das überhaupt. Aha. Ah, das ist hier in der Höhle. Und dann hier unten. Aber auch noch eine Münze. Oh, hier ist schlecht. In der Gegend, das ist ja richtig nervig. Da weiß ich aber nicht, ob ich da Bock drauf habe. Da geht nicht immer nach Bock, ne? Dann machen wir das doch einfach. Oh, Schatzkarte. Abgeholt. Auch gut. Hör ich da? Ja, höre ich da. Gleich hinter sich. Den wollen wir aber nicht einfach so verrecken lassen, ne? Das machen wir ja nicht. Kann sich nur um Stunden handeln. Holen, dann geht's gleich zu dem See. Da holen wir uns die nächste. Das hilft nichts, ne? Muss die andere Münze auch noch holen.
Dann können wir nachher das Fleisch verkaufen. Ich weiß gar nicht, reichen da die Wolfsherzen auch? Keine Ahnung, wir werden es ausprobieren. Oh. Ja, wenn wir dann die Münze haben, haben wir erst die Versorgungsfahrt da. Aber jetzt holen wir uns erst die Münze. Könnten wir ihm hier, falls hier gleich ein Grizzly auftaucht, kann man den da betäuben. Und dann können wir ein Tarantonikum selbst herstellen. Also hier geht's rein. Wenn das Pferd will, will aber nicht immer. So, wo ist das Ding? Da ist es. Und los geht's. Ist das schon hier vorne? Ist das hier unten? Ja, dann ist es hier. Dann können wir uns schon mal... ja, das ist auch nicht schlecht. Nachdem wir dann die Versorgungsmission erledigt haben, geht's hier hin. Dann räumen wir mal eben die Straßensperre. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber raus hier, ne? Dann sollte ich vielleicht mal eben was essen. Knarre ist gut. Oh, jetzt hier so ein Grizzlybären, den man damit reinlocken könnte, oder? Das ist aber nur ein Schwarzbär, oder? Nein, das ist er. Nur die Probe. Ich weck den nicht auf, dann bleibt er vielleicht ein bisschen aggro hier. Hier haben wir schon mal eine andere Knarre. Können wir erstmal putzen. Schnell. Wann wird er wieder fit? Wir gönnen dem Pferd mal was. Ich hatte echt gehofft, dass der schneller fit wird. Was soll's? Wir räumen auf. Jawohl. Das ist doch gut, oder? Ach so. Der kommt hier nicht hin.
Schade, das wäre ein Spaß. Naja, es war vielleicht ein bisschen euphorisch hier, ne? Ein bisschen sehr zuversichtlich. Sag mal. Ja, jetzt müsste ich mal langsam. Über Dreiner holen. Oh. Ich glaube, dem Pferd geht's gar nicht gut. Kann ich das nicht füttern? Kann sich das erholen, werden wir hier looten. Oh, ich habe hier auch ordentlich was dabei. Die sind weg. Schade. So, dann war doch hier Wildnislager, ne? Ja, ja, etwas im Wildnislager geguckt. Alles klar. Das machen wir mal eben. Wir müssen sowieso... Ja. Bisschen was herstellen hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Und dann, was ist denn das? Tantonikum. Da ist es. So, dann kann ich auch mal in meinem Kaffee nippen hier. Und dann. Ja, lagern. Ab zum Lager. Bevor wir das jetzt annehmen, da kochen wir uns mal richtig ein. Smell that stew. Delicious. Das auch noch raus. I suppose this will do. Und schon geht's los. Troubling news, I'm afraid. Some of our fellow traders set off for market, but never arrived. Now, oh, das ist ja ein Ding. You could go check on them and maybe lighten their load for the return journey. Feels like the least we can do, don't you think? Good. Ja, wollen wir mal. So, jetzt aber. So, unter 5 Minuten. Oder
Oder mit 5 Minuten Rest, so ist es ja korrekt. Was haben wir da? Hey now! You ain't supposed to be here! Wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern. Mein Gott. Ja, wir müssen ihn wenigstens looten, ne? Falls der was dabei hat. Dann sparen wir uns nachher einfach das Häuten der Wölfe. Das war wohl nicht das Richtige. Weiter geht's. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Aber wie gesagt, sparen wir ein, indem wir einfach die Wölfe nicht häuten. Da habe ich es aber auch richtig, ne? Da kommt Acker hier. Sag mal. Ist clever. Der war clever. Der hat sich schön hinterm Pferd versteckt. Dabei haben. Nein. Boah, nur ein paar Cent. So. Muss ja nicht sein. Dass die hier leiden. Pferd ist immer noch ganz nervös, wie ihr gerade seht. Jetzt geht's wieder. Können wir hier schon mal den Detektor rausholen, um zu gucken. Zufällig was ist. Nein. Ja dann. War das ja easy. Ja, das war wirklich locker, oder? Ja, wir müssen Hündchen streicheln hier. Dann wollen wir mal. Zum See. Ich glaube, ich sollte Brombeeren sammeln, gar nicht mehr, ne?
ebenfalls ausprobieren. Oh, da wird ein Lager überfallen. Da könnten wir Leute looten, ne? Die Jungs. Immer schön in Bewegung bleiben. Und treffen wäre gut, ne? Ja, komm ran hier. Dann hoffen wir mal, dass die ein bisschen was dabei haben. Ja, wenn die so verteilt liegen, das ist ja auch nervig, oder? Noch einer. Jetzt sind die wieder alle weg. Also ich sag's jetzt nicht. Wie viel muss ich denn da heute noch? Eins erst, ne? Wir haben schon 23 Minuten auf der Uhr. Irre. So, jetzt noch hier so ein Überfall. Hinterhalt, so heißt es ja. Ich dachte, mit ein bisschen Glück. Da ist er. Ist hier heute der Biber. Wo will er hin? Da ist er doch. Sind einfacher, wenn man absteigt. Der ist nämlich nicht so schnell. Den nehmen wir jetzt mal nicht am Stück mit, sondern nur das Fell. Oder den Pelz. Den Zahn, das Tierfett und die Drüsen und weiter geht es, wenn das Pferd denn geht. So. Was ist hier los?
mit, oder? Und da nehmen wir jetzt erstmal auch nur das Fell mit. Die Münze und dann sollten wir vielleicht erstmal eine Ladung Schwarzgebrannten wegbringen. Gehen wir unten lang. Hier ist ja manchmal ein Pflänzchen. Was wächst hier überhaupt? Minze, okay. Brauchen wir nicht. Einmal das Pferd baden. Und Wienern. So, irgendwo hier unten sein, da wollte ich gerade sagen, da ist es doch. Kann auch gar nicht so weit sein hier. Ja, hier, also. Und dann hilft es nichts, ne? Wenn wir wissen wollen, wo die Madame ist, müssen wir hier hin. Und das ist echt nervig, weil man nie genau weiß, auf welcher Höhe das da ist. Kann ich hier eigentlich eine Schnellreise machen? Nee. Schade, schade. Das Pferd ist immer noch dreckig. Nee, das wollte ich hier. So. Erstmal Kohle verdienen. Irgendwas war ja hier mit der Band, ne? Spielen, weiß ich gar nicht. Tanzen. Hey, I've got a job for you when you're ready. Da ist es. Der Band gespielt. Ja, das kann man ja zum Schluss machen. Somebody has to keep this place clean. So, what shall we create? Oh, da gibt's sogar Kohle für. I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Ja, ich bin gespannt. All you have to do is to be attentive, eh? Seigneur, ayez pitié. Kinokamera an und los geht's. Da ist eine Straßensperre, aber die ist nicht für uns, denke ich. Da
ziehen wir durch. Schauen wir mal wieder zurück. Dass wir die Minimap offen haben. Denn wenn hier ein legendäres Tier auftaucht, dann können wir zumindest die Pheromonnummer. Pheromonnummer, so. durchziehen. Deswegen immer die Ohren und die Augen auf, ne? So, da muss ich nochmal eben gucken. Was sollten wir überhaupt machen? Zweimal nur mit Ben schwarz gemacht. Ach so, ein Spieler wird und hier 18 Pullen. Okay, Zeit spielt keine Rolle. Ja, dann. Können wir hier. Genau, hier stehen bleiben. We're looking for moonshine. Won't take long. Denn sich hier dann mit den Kollegen anzulegen, das lohnt ja nicht. Schlimm genug, wenn wir so auffallen. Die Unterhaltung von denen finde ich auch manchmal sehr witzig. What are you up to? I wonder. Was führen Sie im Schilde gar nichts? Yeah, you're all right. Go on. Keep the road clear. Go on. So here's the situation as I see. Ja, dann. Wenn ich jetzt keinen Fahrfehler hier begehe, dann sollten die 18 Bullen entspannt ankommen. Naja, die Zeit keine Rolle spielt. Fahren wir mal hier lieber vorsichtig durch. So weit ist es ja nicht. Ja, mal. So, mein Halstuch wieder. Ja? Vorsichtiger drüber. Ah, hier drunter ist aber irgendwas. Man hört es schon. Unter der Brücke knistert's. Dann wollen wir mal. Tja, Kohle drin. Und das Gold. Das buddeln wir ja auch eben aus. Dann geht's zurück zur Schwarzbrennerei. Schmeißen wir die nächste Ladung an. Dass unser freundlicher Franzose auch weiterarbeiten kann, oder?
Okay, I've got a job for you when you're ready. Ja, ja, kannst du vergessen. Und ist hier Feiertag, da mache ich gar keinen Job hier. Hello. So, what shall we create? Denn da seht ihr, es kostet ja, nämlich nur 30 Dollar. Price. Weil wir ja vorhin eine Straßensperre abgeräumt haben. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir das hier machen? Ach komm. Ah, yes. This is for the connoisseur, yes? Goodbye. Gut, hier in der Gegend könnte man noch Brombeeren sammeln, wer das möchte. War doch so, ne? Checken wir mal eben. Da, Brombeeren sammeln. Sandthymian. Also, Brombeeren. In diesem Sektor. Jede Menge. Er will nicht schnell reisen. Aber auf nach Valentine, wir holen uns da die letzte Münze. Ich will wissen, wo die Madame ist. Und dann können wir eben hier beim Fleischer ein bisschen was verkaufen. Da gibt es ja heute auch Gold für. You ain't been seeing another butcher, have you? Interessiert mich aber, wo haben wir denn die Wolfsherzen hier? Sag mal, wo sind die denn? Da, 10 Stück. Reicht das? Ne, gilt nicht als Fleisch. How many of these you kill? Got run of these, huh? Auch erledigt. Ja, muss man ehrlich sein, ne? Für 0,2 Goldbarren. Aber hier so im Dunkeln durch diese Gegend hier. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Kollege. Nee. Ich will als erstes mal hier so hin. Jetzt bin ich ja, wenn ich Pech habe, direkt auf der falschen Seite hier. So. Also ich muss auch ehrlich gestehen, in dieser Gegend bin ich sehr selten. Da ist mit Querfeld ein nicht so gut. Das habe ich aber trotzdem aus dem Augenwinkel gesehen hier. Das nehmen wir natürlich mit. So, jetzt ist nämlich hier die Frage,
der Mist. Diese Gegend hier, oder? Nicht, dass er hier oben. Ja, super. Oh oh, das war's. Ne, das war's nicht. Hier, das meine ich. Da liegt's da unten, ne? Da sind wir jetzt mal mutig. Okay, alles klar. Glück gehabt. Hier ist es. Da haben wir das auch erledigt. Und jetzt, wo ist die Madame? Noch sehe ich sie nicht. Da, heute ist sie hier unten. Ja, super. Hier kann man kein Lager aufschlagen. Kann ich hier den ganzen Berg rauflatschen. So, was sollen wir überhaupt noch finden hier? Was müssen wir noch machen? Vier Dinge. Ja, könnte glücken. Tanzen. Verlorener Schmuck müsste doch einfach easy gehen, oder? Okay, das geht hier auch nicht. Oh, erstmal die Markierung weg, das nervt. Hier kann ich auch kein Lager aufschlagen, das ist ja richtig schön. Vielleicht doch mal im Clever Kopfgeldjäger anzunehmen, oder? Zwei Stück. Und zwar hier. Ich weiß gar nicht, was sagt die Uhr? Ja, 44 Minuten. Knappe Ding, ne? Gucken wir mal. Ach, so ein Ding ist das. Na super. Ist wieder mit Warten verbunden. Sag mal, Pferdchen hier. Das gibt's doch nicht. Da hat der keinen Bock hier. Also richtig viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Und ihr wisst, nach einer Stunde ist Schluss hier.
schon mal das Lasso raus. Stecken wir uns hier kurz. Warten, dass der Kerl auftaucht. Ich weiß nicht, kann man hier drunter irgendwo? Da bestimmt, ne? Da. Ja, ist glaube ich nicht so clever. Ist doch irgendein Sammlerstück. Aber ganz ehrlich, das suche ich jetzt nicht. Warte auf die Zielperson. Von wo kommt der denn? Sick, yeah. Hier wird mir nur was angezeigt. Ist er das? Oder werde ich hier im Spiel verarscht? Hey, get out of here. Get out of here. Der ist es nicht. Ich hatte gehofft, ich kann den aufscheuchen. Der flüchtet Richtung Valentine. Ja? Get the hell out of here. Oh Christ. Was ist er? Jetzt hängt mein Pferd fest. Ich will ihn ja nicht töten, ne? Wie ihr wisst. Stay. So, ich hänge jetzt. Jetzt habe ich mich selbst verarscht, ne? Ja, hab ich. Ist der denn jetzt hin? Wo flüchtet der hin? Da hinten, ne? Der ist aber ganz schön schnell. Nein. You wanna get hurt? Why are you doing this? Oh hell. So, komm, heb den auf. Und ab nach Valentine. Und ich habe ja keinen umgebracht, ne? Das müsste ja geklappt haben. Hoffe ich zumindest. Jetzt gerade Unfall bauen hier mit dem Zug, dann ist er vielleicht tot. Dann hätten wir uns hier selbst angeschmiert. Oh, da ist auch noch was zu holen. Also da hat gerade der Controller vibriert hier am Saloon.
That ain't a face I know from the posters. Das ist es. Whatever it said on the poster, it's all right there for you. So, Kopfgeld innerhalb einer Stunde, okay. Aber ich habe doch keinen umgelegt. Moment mal. Da, Kopfgeld abgeschlossen, ohne einen Gegner oder eine Zielperson zu töten. Lecco mio. Das ist doch frech, oder? Komm, ich nehme den nächsten hier. Sag mal. Wo ist denn das Lager? Das schaffe ich doch gar nicht. Das schaffe ich doch innerhalb der Stunde gar nicht. Also der Aufnahmezeit, das meine ich, ne? So eine Nummer, ich muss den suchen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Vielleicht hätte ich die Kopfgeldjägernummer mal zuerst machen sollen, was? Viel weiter als ich dachte hier. Sag, es muss doch hier auf der gegenüberliegenden Seite sein. Hier ist übrigens noch ein Pflänzchen oder sowas. So, wir haben ihn schon mal gefangen. Das ist mir jetzt egal. Der Kerl. Der ist es. So, den hätte ich vielleicht auch plündern sollen, ne? Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir den innerhalb einer Stunde abliefern. Also Echtzeit, ne? Tot oder lebendig, in diesem Fall mir nämlich egal. So ein bisschen das Rennen gegen die Zeit. Ach, zum Gefängniswagen. Ich hatte hier... Da ist es. Das ist, wenn man wieder nicht richtig liest, ne? Ich dachte, der muss nach Valentine. Aber ich glaube, der Gefängniswagen ist da oben. Vorher bremsen, dass wir den noch eben plündern können. So,
So, schnell ablegen. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Und dann ist das auch erledigt. Dead one, huh? No fun. Good deal. Ja, komm, hau rein, die Zeit läuft. So, Kopfgeldjäger. Erledigt. Jetzt fehlen uns noch zwei Dinge. Ja, 2 Minuten mit der Band gespielt, könnte man ja eben noch machen. Sammler. Hat ja nicht geklappt. Händler. So, ist das schon mal durch. Dann geht's jetzt in die Schwarzbrennerei zum Schluss. Ich denke, ich werde nachher noch in aller Seelenruhe ein Tierchen finden, wo ich das Pheromon benutzen kann. Und jetzt spielen wir einfach gleich mit der Band. Dann hole ich das nachher in Ruhe nach, die andere Geschichte. Jetzt ist... ist die Schwarzbrennerei weg. Und ich sehe 57, das heißt... das Video endet quasi gleich von ganz allein. Oh, das ist ja nicht schlimm. Das ist ein schöner Ausklang. Wie gesagt, ich werde wohl noch ein legendäres Tierchen finden. Dann habe ich die 9 Rollen-Herausforderungen für heute fertig. Werde ich später noch ein paar Brombeeren sammeln. Oh, das ist ja 58 gleich, ne? So, Bass spielen. Und dann mit der Band spielen. Und dann passt das ja mit den 2 Minuten fast, wa? Kann sich nur um Stunden handeln. Bis die loslegen hier. Ja, schon. Ja, geht es los. Endet das Video mit einer schönen Musik, oder? Anfangen zu spielen. Kunstgriff kann ich auch. Ja, ich werde jetzt die 2 Minuten hier abwarten in aller Seelenruhe und dann, ja, wie gesagt, das andere noch nachholen. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun. Jetzt gibt's noch ein bisschen Musik hier auf die Ohren. Ich muss etwas länger durchhalten als ihr. So, 1 Minute rum, dann, ja, das Video hat's jetzt auch, hat's gleich hinter sich. 20 Sekunden noch. Nochmals, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.